herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Völkchen von Orks. Ich meine Folge. Es hat geklappt. Also ich habe noch ein bisschen getestet und es bleibt zwar immer noch in dieser einen Stelle hier hängen, aber ich kann, glaube ich, so weitermachen, indem ich immer zwischenspeichere. Dann werde ich jetzt mit Dandolo weiter mal, oh Gott, was haben wir denn da? Haben wir hier irgendeinen Ork-Elite, Ork-Krieger? Weiter mal heraus. Was das hier wieder ist, weiß ich nicht. Also, den LA-Hack habe ich. Und, Ja, dann komm, mach mich fertig. Ja, er hat mich fertig gemacht. Ja, da kommen sie wieder alle an. So, Dandolo ist auf defensiv eingestellt. Okay. Das hat gut geklappt bis jetzt. Crush, Agash. Leute, echt. Bei der letzten Folge, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich habe Schwierigkeiten beim Laden von Spielständen gehabt. Und zwar ziemlich viele. Wie ich das dann wieder gelöst habe, war folgendes. Ich habe vorher einen uralten Spielstand genommen, also erstmal das Spiel wieder von vorne angefangen zu spielen. Ist hier jemand noch irgendwo drin? Ich speichere nochmal ab. Erstmal das Spiel neu begonnen und dann normal. Ja, da habe ich mir gedacht, oh, das kann ja nicht schaden. Und dann habe ich einen alten Spielstand genommen. Das Häschen auf dem Berg zum Beispiel habe ich es genannt. Und dann, oh, das sind immer viele hier. Mal ein bisschen die Vereinzelten hier mal rausholen. Und dann habe ich einen kaputten Spielstand, der vermeintlich kaputt war, der immer aber zum ersten Mal richtig eingeladen wurde. Ja, aber wenn man den hinterher sofort nochmal eingeladen hat, dann gab es dann diesen super laggy Fehler. Dann habe ich mir gedacht, dass dann... was ist das? Ah ja, ein Pfeil. Dann lädst du den alten Spielstand ein, der kaputt war, nochmal neu ab. Das habe ich mit einigen Spielspenden auch so gemacht. Und siehe da, dann hatte ich dann beim zweiten Nachladen des gleichen Spielstands nicht mehr den Effekt gehabt. Oh, sind das Punkte, Leute. Oh! Okay. Muss ich aufpassen, dass ich... Oh, da hinten sind Pfeil- und Bogenleute. Und die könnten mich erstmal in Deckung gehen und was trinken, sonst bringt das nichts. Oh, das ist natürlich... Okay. Speichere ich mal wieder ab. Ja, und bis jetzt toi. Lief das alles ganz gut. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich dann diese Folge fertig habe, dass ich dann auch wirklich wieder im Anschluss weitermachen kann. So, da hinten waren ja die beiden Armbrustschützen da irgendwo da hinten in der Gegend. Speer. Vargi Popargi. Habe ich die denn eigentlich schon gelootet? Nein. Ja, und ich hoffe, dass ich dann auch wirklich weitermachen kann, weil ich war echt am Abzweifeln, habe mir gedacht, so von wegen, schreibst einen Blackie noch an, also vom Odyssey Mod Team, und beschreibst ihm den Fehler, schickst ihm die Save Games, um zu gucken, ob sich da irgendwas geändert hat oder irgendein Buggy drin ist. Und ich war echt kurz davor, ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, aber wirklich mit der Serie zu pausieren. Also so hat mich das getroffen, aber ich setze mich echt dafür ein, teste alles durch. Und ja, die werden, Moment mal, da ist ein Wag dabei und dann sind zwei Fernschützen. Wie schon gesagt, ich werde das mal nicht mit Bogen machen, sondern mit Nahkampf. Und dann werden wir mal ganz schnell hingehen. Nein! Fuck! Okay, dann kann ich ja nochmal eben schnell, wenn die da freezen, den Ring einziehen oder umziehen. Das ist auch wieder so ein, das ist wieder so ein Ding. Das wünsche ich mir auch, dass das geändert wird. Aber ich glaube, dass es Gothic-technisch nicht machbar ist. Dandolo, wir gehen mal dahin direkt. Bisschen Haken schlagen.
Ah, shit. Dandolo, wieso machst du nichts? Wir sind immer noch am... Ja, mit dem Intensiv, Defensiv ist natürlich Mist. Ah, ein Treffer und ich bin im Arsch. Sorry. Oh, nee, das bringt nichts. Kann ich wieder von vorne anfangen? Okay. Ja, das ist abenteuerlich, wenn man das hier nur mit dem Herrn Dandolo da alleine machen will. Soll reichen erstmal. Abspeichern werde ich erstmal nicht. Ich werde ihn direkt, kann ich rennen, genau. Ich werde ihn direkt hier mal Dandolo eigentlich rennen. So ein dämlicher Morrer. Hab ich geflasht. So, dann versuchen wir es mal anders, und zwar mit der Eiswelle. Okay, das hat geklappt. Und dann können wir die Drillinge hier mal schön ruhig. Na komm her. Und Stufe gestiegen. Der Wag ist hin, die anderen sind nicht. Och, der arme Dandolo, den hat's leider auch eingefroren. Alles gut? Hey, pass auf. Ja, Entschuldigung. Und denn, ist denn alles gut? Okay. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Okay, das wollte ich nur haben. Okay, die anderen Orks sind auch noch ein bisschen da rumverteilt. Und hier kann man schöne jede Menge looten. Ach, nicht so viel. Ich springe. Vargiko. Und da war noch einer. Genau. Dann klappt das ja auch mit dem Ork-Krieger. Zum Großbauern. Da hinten ist noch einer. Versprechen kann ich nichts. Ob wir da weiterkommen? Kann ich. Ja, ich kann rennen. Dandolo, mitkommen. Danke dir. Jawohl. Sehr schön. Ich gebe dir Rückendeckung. Oh, das ist gut. Das ist richtig klasse. Ja, wenn das weiterhin so gut smooth läuft, dann können wir ja eigentlich... Ah, da ist noch einer. Was sind das für Peoples? Krieger und Krieger. Dann können wir eigentlich hier mit Dandolo zusammen ganz smooth mal... Oh, da sind noch mehr. Ja. Könnten wir eigentlich das Ganze eher... Die kommen nur als Paar. Dandolo schießt schon mal vor. Ja, so wünscht man sich das doch. Dann bei dieser friedlichen Musik, ich wundere mich sowieso. Das sind natürlich noch viel mehr. Wen haben wir denn da? Das ist eine Ork-Elite. Steht die da nur so einzeln rum? Dann Lolo, komm, wir gucken mal rum. Da sind noch mehr Ork-Eliten. Da. Ein Ork-Schamane. Ja, ja. Sehr schön. Dandolo, wo bist du? Danke. Der Ork-Schamane ist ja auch noch da. Der hat sich einfach hier in dieser Butze versteckt. Das gibt's doch nicht. Herr Jemine. Mal gucken. Ork-Elite hier. Ne? Oh, das war gut. Danke, Dandolo. Und was dann? Dann gehen wir mal hier zu ihm hier in der Wechselwirkung lang. Na komm mal an. Laden kann's ja. Also, zusammen schaffen wir das. Eine Ork-Elite muss ich glaube ich auch noch looten, ne? Weil die ist da so nah dran. Wie geht's weiter? Es sieht auch Ork-Elite aus.
Na? Haarscharf an meiner linken Schulter geht's vorbei. Sehr schön. So macht's Spaß. Oh, Krieger. Ba, 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 ba. Wird es ein Spaziergang, Dandolo? Meinst du das? Ein strategischer Spaziergang. Oh, da ist, glaube ich, einer mit... Ja, mit Fein. Mit Feinschliff, hätte ich beinahe gesagt. Okay. Alter! Das war nicht gut. Tja, das wird doch kein Spaziergang. Dann flankieren wir mal anders. Wieso musst du denn hier über die Strohballen klettern, Dandolo? Muss das sein? Komm her. Schau mal, da sind noch so viele und ich weiß nicht, ob die gruppiert sind oder nicht. Hier ist ein Baum zur Rettung. Zur Rettung, sag ich schon. Felden. Das wird übelst. Okay. Okay. Ist das nicht cool? Hauptsache dezimiert. Wo waren die anderen? Nicht zu plündern. Waren der andere? Da war doch noch ein. Ach, der ist weiter vorne. Da gehe ich mal lieber nicht hin. Na, gehen wir mal den Dandolo Sicherheit. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Verzeiht. Okay, ich wollte ja doch nur ein schönes Getränk zu versuchen gegeben. Kampfverhalten, Heiltrank geben. Da unten steht's doch. Sind's der. Machen wir mal Extrakt gleich hin. Nimm den Heiltrank. Genau, richtig. Das ist gut. Auch mal während des Kampfes ein bisschen stärken. Und dann. Na, so viel hat er auch wieder nicht. Ach, ich komm damit nicht klar. Na, vielleicht. Aber auch nicht. Oh, Mist. Jetzt aber. Okay, nochmal leise vorausschreiten. Okay, du bist schon am Machen? Ich mach dich fertig. Okay. Machen wir den nächsten dort. Also, wo war er? Oh nein, das war falsch. Oh Mann, wo ist Dandolo? Wieso macht er nichts? Das sind aber gefährliche. Nee, das wird wieder nichts. Schade. Ja, werden wir das Ganze noch mal ein bisschen von der... Wo denn? Wo denn? Da kommt ja einfach so raus hier, der Speer. Mann, oh Mann. Der war gut. Glück. Das war aber echt knappe Socke hier. Das war wirklich eine knappe Socke. Ja. Ich wollte den Angriffspunkt verändern. Das heißt, hier dieses Zweiergrüppchen da hinten. Zwar hier vorne, Myrtana Ork-Krieger. Na, die nicht, aber gucken, ich visiere mal an. Ork-Krieger, okay, die beiden. Übrigens, danke mit dem Tipp da. Ja, geht ein bisschen schnell, aber das ist ganz gut. Dann werden wir das mal an der Stelle probieren. Oh, yeah. Dandolo? Ich mach dich fertig, Mann. Ist dann... Ah, da ist wieder so ein blöder Dings dabei. Pfeil- und Bogenmensch. Ich mach dich fertig, Mann. Ah, das... Ja, ja, ist ja gut. Jetzt kommt meine Premiere. Ich versuche mal das Unwetter. Da ist es. Bei wem denn? Am besten die da hinten, weil das mehrere sind. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Ja, weiter, weiter. Und... Na, du Mistkerl. Was?
Leg dich nie wieder mit mir an. Okay. Ich habe dann Dolo auf richtig offensiv gestellt und werde mal hier vorne diese beiden mal aus der Reserve locken. Ich hoffe, da sind die. Nachdem ich mit dem großen Feuerball, den ich jetzt generiere, mal richtig draufhaue. Okay. Dann hau ich ab. Suche Deckung hier. Und guck mal, wer sich alles rauslöst. Okay. Muss aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Von dem... Der steht nämlich noch da. Haha. Speichern. So, wie sieht denn das eigentlich bei mir mit Dings aus? Mit Energie, das sieht noch gut aus. Jetzt wird es natürlich ein bisschen ulkig. Weil dann Dolo, der ist... Okay, kann man den so in den Kampf schicken? Weiß ich jetzt nicht. Ich versuche mal, indem ich mal... wenn ich Haken schlage. Mein Gott, dann Dolo. Da ist einer, der schießt auf mich. Jawohl. Dandolo trinkt, das ist gut. Und wer kommt denn noch alles hinter uns her? Shit. Okay. Wieder so ein... Ja, Mora. Okay. Die haben sich herangepirscht. Wer ist denn das hier? Ach, das ist der Armbrustträger. Okay. Stirb, Mauer. Wo? Ach so. Ja, okay. Okay. Er konnte sich nicht entscheiden, wo und welchen von uns er nimmt. Ich bin jetzt ein bisschen geflasht, weil ich muss mich konzentrieren und weitermachen. So, haben wir denn hier? Aha. Oh, Kriegerches. Okay. Dolo ist noch ein bisschen angeheitert, hätte ich beinahe gesagt. Und ein bisschen anverletzt. Ich speichere mal. Jetzt gucken wir uns das mal von einer anderen Perspektive an. Da hinten sind nämlich auch noch ein paar. Mal gucken, inwieweit wir da... sind bestimmt auch Armbrustschützen dabei. Aber hier haben wir ja noch eine Windmühlen. Windmühlen. Ja. Und, oh, drei Stück. Ja, es zappelt wieder ein bisschen. Oh, da hinten links ist auch einer separat. Ich speichere mal ab. So renne ich noch. Nein. So war es aber auch. Jedes Mal dieser blöde Ring. Wo bist du denn? Da. Okay. Lenkt uns dann Scavy ab, oder was? Oh. Dann Dolo wieder. Okay. Yep. Dann gehen wir mal auf ihn hier zu. Okay, ich renne noch. Ja, so muss das sein. Dann du, ach ja, du bist ja auf Offensiv. Nicht auf Offensiv. Doch, er ist auf Offensiv, hab ich doch gesagt. Aber er ist immer noch so leicht verletzt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich ihn da in die Masse schicken soll. Das überlebt er doch nicht. Naja, Versuch macht klug, ne? So wie es so schön heißt. Ah. Okay, hier dieser Bereich da, der ist... Der ist irgendwie spooky. Der ist echt spooky, der Bereich. Hm. Oha. Da ist wieder einer am Bogen schießen. Die sind hinter mir her. Oha. Ich glaube, das wird nix. Wo ist denn Dandolo? Dahin? Dandolo ist hin. Versuchen wir mal. Nein, nicht. Wir versuchen jetzt mal Blitzschlag.
Dandolo ist auf defensiv gestellt und ich glaube, der ist der bescheuertste hier. So, dann hau ich gleich mal ab. Und gucken uns das mal von der Ferne an. Derzeit muss ich nochmal den Ring wechseln. Okay. Wo ist er denn? Da muss doch einer gekommen sein. Ah, verstehe. Den hat er schon fertig gemacht. Sehr gut. Aber das war nur so ein kleinen People hier. Ockkrieger. Nicht zu holen. Jetzt habe ich aber den Gefährlichen da hinten immer noch. Und habe ich denn noch Blitzschlag? Habe ich noch. Okay, nochmal wieder weg. Ah, jetzt kommt die Stelle wieder. Okay. Dandolo bleibt. Mist, jetzt habe ich einen Dandolo getroffen. Dandolo macht nichts. Und der Ork-Krieger, der eigentlich nicht so stark ist. Nicht. Ah, jetzt endlich mal ein Crit gesetzt hier. Ah. Okay. Wunderbar. Haben wir den auch. Dandolo. Der bleibt irgendwie. Okay, dann müssen wir den mal abspeichern und wieder neu laden. Oh. Ich hab neu geladen, aber Dandolo ist hier noch verharrend in der komischen Position hier. Was machen wir denn da jetzt? Ich mal versuchen, mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also, ich habe noch zwei Blitze. Einmal, zweimal. So, mal gucken. What happens? Okay. Wo stehst du denn? Okay. Kuckuck. Ah, jetzt immer. Oh, der hat mich getroffen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So wollte ich das nicht haben. Aha. Oh, 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 das war aber wirklich knapp. Und Dandolo ist wieder gereinigt. Ich danke euch, dir. Und dann ist der auch schon mal weg. Da ist nicht zu holen. Ja, ist klar. Das ist gut. Jetzt wird's wieder. Oh, hier liegt noch was. Eine Kraschi. Eine Barocksche. Tja. Ja, hier ist immer so ein komischer Knauschel. Da ist ein Schamane, ne? Moment. Ja, da ist ein Schamane. Ach du liebes Läuschen. Mal gucken, wen wir da hinten zu. Ja, da hinten sind noch ein paar Mirtaner Ork-Krieger. Und noch so einen gefährlichen da hinten. Gucken, ob wir das hier von der Seite aus machen. Ah ja, okay. Da ist ja wieder so ein. Uchacha, ja. Dummerweise habe ich mal wieder hier überhaupt keine Chance. Ja, ich weiß, es zieht sich ein bisschen, aber ich muss ja alle möglichen Geschichten hier ausprobieren, ne? Da hinten Kugelblitz. Wir haben hier Kugelblitz, aber ach, jetzt wird's angezeigt. Ork-Krieger. Ja, ich hatte übrigens wieder den Fehler gehabt, den ich zu Anfang gesagt habe. Feldherr Mardok. Okay, und da hinten sind die. Okay. Ah, folgendes. Komm mal mit. Komm doch bitte mal mit. So, 13 Minuten. Oha. Moment mal. Das muss ich mal kalkulieren. Ich weiß jetzt nicht, dass der Teil, ob der auch 13 Minuten hat. Ich werde mich jetzt hier hinstellen. Mal abspeichern. Also noch 3 Minuten. Ne, Quatsch. 26 Minuten Bruttospielzeit. Und mal gucken, das ist nur ein Ork-Krieger, Myrtaner Ork-Krieger. Der ist natürlich gefährlich. Den nehmen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich mach mal
Kann man den sammeln? Ja. Ui. Psch. Oh, 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 oh. Und das war dann schon mal was, oder wieder, was. Oha. Oh, wieder Armbrustschützen. Oh, da ist er wieder, dieser Lutana-Mensch da. Ork. Oh. Und dann Dolo, wieso machst du nichts? Das wird echt übelst. Okay, dann versuche ich es mal mit der althergebrachten Weise. Ja, da ist er wieder. Dein Dolo macht natürlich nichts. Und da im Hintergrund ist natürlich auch wieder ein Schütze, Bogenschütze. Mensch, wach auf! Und ich kriege einen Arsch hier. Bogenschützen. Das schaffe ich nicht. Guck mal, wie stark der ist hier doch. So ein dämlicher Mauer. Okay, das war ein neuer Versuch. So wird er jetzt vom Bogenschützen angegriffen, der Dandolo. Ich hoffe, oh. Und das. Und jetzt. Okay, zurück. Ah, jetzt kommt natürlich wieder die beiden anderen hier. Der gefährliche hier, den ich sowieso nicht kriege. Könnte sein. So. Wow. Okay, warum ich jetzt so eben eingeblendet habe, ist, dass ich es vorher ein bisschen ausprobiere, was geht und was nicht geht, damit wir auch ein bisschen hier vorankommen im Endeffekt. So, eine gewöhnliche Axtbolzen, Orksche Armbrust und ist einer in der Nähe, ich riskiere es. Tarner Orkkrieger. Okay, dann werden wir wieder Abstand wahren und speichern. Und an dieser Stelle sage ich Tschüss, schreibt einen Kommentar auch bezüglich dieses komischen Fehlers da. Vielleicht kann das ja einer nachvollziehen. Abo ist erwünscht und ein Daumen. Macht's gut. Tschüss.